Stopp! Seh dir das Video nicht an, wenn du nur Blödsinn im Kopf hast. This is most likely the best deepfake video you will ever see. Arnie is incredible. Und jetzt, wo das geklärt ist, lasst uns Blödsinn machen. Ich bin Arnie, willkommen auf meinem Kanal und in diesem Video sehen wir uns an, wie wir mit der Kombination von Voice Cloning und WAF2Lip solche Deepfake-Videos machen können. Es ist sogar möglich, Personen, die kein Englisch oder Deutsch sprechen können, andere Sprachen sprechen zu lassen. Ich bin wirklich dankbar, dass mir Arnie beigebracht hat, Deutsch zu sprechen. Und das, obwohl er selbst einen schrecklichen Südtiroler Dialekt hat. Deine Zeit ist kostbar, also los geht's. Das erste, was du machen musst, ist natürlich die Stimme zu klonen. Ich verwende dafür 11 Labs. Du musst ganz einfach auf Voice Labs gehen, du klickst auf das Plus und du machst Instant Voice Cloning. Hier kannst du der Stimme einen Namen geben, meinetwegen Elon Musk. Und hier musst du jetzt Clips einfügen. Die Clips dürfen nicht größer als 10 MB sein und insgesamt wird dir empfohlen, in etwa 5 Minuten vom gesprochenen Wort von Elon Musk einzufügen. Du bist kreativ, ich bin mir sicher, du findest einen Podcast, wo du 5 Minuten gesprochenes Wort von Elon Musk finden kannst. Füg das Ganze ein, schick es ab und das war's. Sobald du die Stimme trainiert hast, erscheint sie hier. Wie du hier sehen kannst, klont Elon Musk und du kannst den Text eingeben, den dir Elon Musk erzählen soll. Lass uns mal probieren, wie sich Elon auf Deutsch anhört. Ich bin wirklich dankbar, dass mir Arnie beigebracht hat, Deutsch zu sprechen. Und das, obwohl er selbst einen schrecklichen Südtiroler Dialekt hat. Finde ich gar nicht so schlecht. Wir können auch was Englisches noch probieren. This is most likely the best deepfake video you will ever see. Arnie is incredible. Das wäre also geklärt, wir haben unsere Audioclips. Jetzt müssen wir die Videos erstellen. Ich habe mir hier zum Beispiel dieses Video von einem Interview von Elon Musk rausgeschnitten. Der Clip ist 8 Sekunden lang. Jetzt heißt es WAF2Lip. Geh ganz einfach in das Collab Notebook aus der Beschreibung. Das Ding ist tatsächlich gratis, Open Source und alles was du machen musst ist hier Play zu klicken bei Step 1. Der Code kommt von GitHub, das macht nichts, mach einfach trotzdem ausführen, das wird alles gelöscht, mach dir keine Sorge um die Privatsphäre. Die Deepfake-Videos an sich sollten dir mehr Sorge über die Privatsphäre machen, denn jeder kann Videos faken, so wie er lustig ist. Nach 40 Sekunden, wie du hier sehen kannst, ist das alles ausgeführt. Jetzt gehen wir etwas runter. Hier bekommst du Step 2. Du kannst hier theoretisch sogar eine YouTube-URL angeben, das funktioniert gut und das ist auch kein Problem. Gib ganz einfach die URL an, so wie es dir hier angezeigt wird und du kannst hier noch eingeben, bei welchen Sekunden du die URL sehen willst. Geh dabei aber sicher, dass bei jedem Frame, den du kopieren willst, das Gesicht zu sehen ist. Ich mache das in diesem Fall anders, ich habe ja meinen 9 Sekunden Clip schon runtergeladen. Also scrollen wir ein klein wenig runter und du siehst hier Lip Synchronize Your Video File. Hier kannst du Upload wählen oder du kannst Custom Path angeben. Wenn du Custom Path verwendest, dann kannst du hier deinen Pfad zu Google Drive angeben. Ich verwende Upload. Klick ganz einfach auf Play, ändere sonst nichts. Dieses Feld hier unten wird erscheinen. Klicke einfach auf Datei auswählen und wähle den Clip, den du schon zurechtgeschnitten hast. In meinem Fall ist es also dieser. Nach 55 Sekunden ist dieses Video bereits hier erschienen und das sagt uns, dass alles richtig funktioniert hat. Als nächstes müssen wir unser Audio-File hochladen. Mach also genau denselben Schritt. Verwende Upload oder Custom Path, klick auf Play, danach klickst du Datei auswählen und suchst dir die Datei, die du eben synchronisieren willst. Sobald du die zwei Dateien hochgeladen hast, musst du sie nur noch verschmelzen lassen. Und das funktioniert einfach. Vielleicht noch ein kleiner Tipp am Rande. Das Video sollte etwas länger sein als das Audioformat. Für das Programm ist es natürlich viel einfacher, Video zu schneiden, als Video zu expandieren. Du siehst hier also das Audio 4 Sekunden, das Video 9 Sekunden, das ist kein Problem. Alles was wir jetzt noch machen müssen ist Play bei Step 4 und das Programm wird sein Ding machen. Das dauert jetzt vielleicht so 5 Minuten. Also mach dir einen Kaffee und danach sehen wir uns das Video an. Und so einfach ging's, das ist unser Video. Sehen wir uns einfach mal an, was uns das Programm ausgespuckt hat. I am 99.9% sure.
that Arnie's YouTube channel deserves a subscription. So press the Abo button and activate the bell. Wenn das Elends Meinung ist, dann muss es wohl stimmen. Also, drei Punkte, herunterladen und das war's. Wenn dich solche Dinge interessieren, lass es mich in den Kommentaren unten wissen. Lass mich wissen, was du erschaffen konntest, ob du irgendwo Probleme hast, was ich als nächstes machen sollte und wenn du andere Dinge in Google Colab machen willst, sieh dir das Video an, das ich dir drunter verlinkt habe. Da zeige ich dir ganz genau, wie du mit Stable Diffusion selbst Videos animieren kannst. Also, viel Spaß beim Erschaffen deiner Deepfakes. Bitte sei zumindest ein klein wenig vernünftig damit.